Jo, der Zwang ist super, sie muss ich euch gleich geben. Die Erika, also das. Ich sage, dass die Frau war noch nie pünktlich. Nein, die hat ständig Verspätung. Ich glaube, zunächst bin ich so. Ja, Erika! Ja, das ist Katharina. Wie kommst du daher? Frau, wie schaust du mal? Erika, die haben meine Kartoffeln noch. Ja, ich sag, aber Erika, du hast ja einen Bart. Nein, das ist nur ein Flaum. Also, wenn das ein Flaum ist, dann hat der Nikolaus ein Glatz nicht. Schuld ist der Dr. Speiser. Ja, der war nämlich ordinär. Was heißt ordinär? Ah, er hat ordiniert in seiner Ordination. Nein. Er hat nicht in seine Ordination geschifft. Nein. Ist er ordinär. Schuld jetzt so. Was hat er gemacht? Warum warst du denn dort? Ja, er hat gesagt, er gibt mir Spitzen wegen meinen pompösen Knochen. Du hast Osteoporose. Naja, Mund? Ja, Spritzen hat er verwechselt. Er hat gesagt, er gibt mir Estragon und hat Testosteron erwischt. Das was? Ah, du meinst Östrogen und Testosteron. Ja. So, Erika, verstehst du überhaupt nichts von Medizin? Oh ja, mit medizinisch gebildet. Ich weiß zum Beispiel, dass die weißen Blutkörperchen die Lokomotiven sind und die roten die Erotomanen. Ja, das sind die Leukozyten und die Erythrozyten. Also mit dir kann man sich wirklich nicht vernünftig unterhalten. So, hast du in deiner Kindheit nie Fremdwörter gelernt? Oh ja, in der Religion, da waren wir alles fremd. Da haben wir schon was gelernt beim Herrn Katholiken. Katecheten. Ja, der hat immer gesagt, schau, dass du was lernst, dann kannst du auch noch Katecheten. Ja, und der hat gesagt, gehst ein paar Silvester auf die Unität, stuckatierst ein bisschen und dann wirst du Apotheotiker. Ja, du wirst Apotheker. Das ist der, was dir die Medikamente verkauft. Ah ja, so wird die heurig. Ja, aber die ist ja immer so teuer, wenn du kein Konzept hast. Ein Rezept brauchst du in der Apotheke. Konzept, das ist, wenn du was platzt, das was dann vorstellst. Apropos vorstellst, jetzt gut, dass man sagt, ich letztens war ich im Kino, da war eine ganze Schlange Leiter, da habe ich gesagt, darf ich mich vorstellen? Dann war es zuerst recht freundlich, dann habe ich mich vorgestellt, dann war es nicht mehr freundlich. Einer hat gesagt, Gott, ich soll leise gehen. Impertinent, das ist schön langsam verzweifeln. Ja, gut, okay, dann, der hat mich irgendwie an den Pellistrone erinnert. Berlusconi! Ach so, ja, okay, ne, der Pellistrone da, der hat ja Schwierigkeiten, weißt, dem ist der Meile in der Ton, der hat den Kopf zerbrechen gemacht. Ach, wieso denn das? Ja, er hat in sein Vernissage gespielt. Und da hast du vorhin zwei Zetzer nicht ausgemischt. Visage heißt das. Wie darf ich das ziehen? Ach so. Ein Vernissage, das ist eine Veranstaltung, wo du da Bilder anschauen kannst. Zum Beispiel von der Renate Minners oder von Toni Rupp, sein Bruder. Ach so. Oder zeitgenössische Künstlertum, zum Beispiel von Hutterer, von Fuchs oder auch von Brauer. Ja, von dem habe ich was gesehen, du im Belvedere. Du lauter die Weiber, du. Glaubst du, Tante mit kleineren Modellen auch koaliert? Koitieren heißt das, miteinander schlafen. Geht schlafen, ja nicht. Ja, außerdem sind ja das alles nicht, sind ja nicht alle Maler, das sind ja Grafiker. Was du so? Ich glaube, das ist verboten. Das sind ja die Solisten. Die was?
sind die Sodomisten. Erika, ein Solist. Das ist ein Musiker, der was alleine auf der Bühne steht. Und nicht im Orchester. Achso, na und wenn es mehrere sind, dann sind sie ein Quartal. Nein, dann hat ein Quartett. Nein, da bist jetzt du falsch. Weil ich weiß genau, Quartett, Quartett, das sind die Fußballbrillen, das ist nur Kreuz und Quer Fußball. Das ist ein Parkett. Okay. Ja. Ja. Das was der Kopatz verkauft. Ja, genau. Ja, das stimmt auch nicht. Nein, das ist falsch. Beim Parkett, da weiß ich ganz genau, da waren wir letztens eingeladen, beim Herrn Landeshauptmann, da waren wir auf ein Parkett eingeladen. Das heißt Bankett. Mit anschließendem Buffett. Das hänge ich nur. So was. Wie, mit was? Mit anschließendem Buffett? Nein, das kannst du mir nicht sagen. Der Landeshauptmann geht ins Buff. Erika, weißt was? Mit dir kann man sich wirklich nicht vernünftig unterhalten. Es ist gescheiter, du verwendest überhaupt keine Fremdworte mehr, sondern nur über solche Wörter, die du da wirklich kennst. Außerdem, du bringst mir ganz durcheinander. Heißt, ich wollte dir ja gleich am Anfang schon was dazu. Also, was? Du, stell dir vor, letzten Samstag waren wir eingeladen beim Konsul Breite Lebner in seiner Villa bei einem Maskenball. Du, Erika, warst wie toll! Ja, da war ich auch. Alle waren massakriert. Maskiert, das war ein Maskenball und da ist er ja. Maskiert. Und außerdem, was Erika, das Interieur in der Villa. Ja, und die Einrichtung hier ist das Zentrum. Wenn es eine künstlich wäre, ist ich ein Perverser. Und ein Becken hängt ein Lüstling runter. Und das Beste, wie wir eingegangen sind beim Gartenbier, und da sind die verschlungenen Genitalien. Sei mal fest, ich halte dich heute nicht mehr aus. Ich will haben, weißt du was, Erika? Wenn du so groß warst, wie du blöd bist, dann könntest du das Kirchen und Kreuz mit Taschentücher putzen. Tisch! Ja, jetzt ist das Wetter dabei, war das so eine schöne Konservation. Vertrieben, glaube ich. Okay, das ist nicht viel, habe ich nicht falsch gesagt. Okay, wo ist denn hinkommen? Katharin, nein, gut, okay. Das, lass ich doch nicht so fertig wieder, machen. Ich sage nie wieder ein Fremdwort. Ja, Erika, das wird aber auch gut sein. Ihr habt es aber eh erkannt, unser Erika, unser Magister Bache Böck. Ohe, ohe! Diktator, Klammer zu. Und die Freundin in voller Verzweiflung, Renate Kreutmeier.